Wollen wir das Video wieder so machen wie letzte Woche? Ich fürchte, alles andere wäre eine schwere Enttäuschung der Zuschauer. Und ich habe diesmal einen Pullover, der zur Mütze passt. Ich habe auch so einen Pullover und ich habe ja keine Mütze. Und die Frage ist ja auch, was ist denn die Woche eigentlich das Motto? Feiere dein einzigartiges Talent. Ich wüsste nicht, dass wir euch welche Talente hätten. Also was ich gut kann, ist Fernsehen gucken und schlafen. Na, ich glaube, sowas ist da nicht gemeint. Ihr steht nämlich weiter, könnt ihr bestimmte Gerichte besonders gut kochen oder habt ihr ein persönliches Steckenpferd? Ein Steckenpferd habe ich nicht, aber ein Schaukelstuhl, das ist doch auch so was Ähnliches wie ein Steckenpferd. Außerdem ist ein Kaninchen unterm Schaukelstuhl. Das macht es dem Steckenpferd noch ähnlicher. Wir müssen einfach zeigen, dass wir in einem bestimmten Gericht die allerbesten sind, die beste Art von diesem Gericht machen, die es auf der ganzen Welt geben tut. Ich glaube, ich habe einen Plan. Und worin besteht der Plan? Um die Besten in einer bestimmten Kategorie zu sein, muss man nur was machen, was bisher noch niemand gemacht hat und eine neue Kategorie kreieren, dann ist man automatisch am besten da drinnen. Das ist ein guter Plan. Da können wir nämlich auch mal zeigen, dass wir ganz kreationistisch sind. Du meinst kreativ? Wir sind doch nicht in der Kirche hier. Wieso? Ich gehe oft in die Kirche. Was machst denn du in der Kirche? Na, was man halt da so macht, dran dreht und hoffen, dass man ein Geschenk kriegt. Da ist ein Geschenk. Dann diskutiert mal weiter über Evolutionstheorie und Kreationismus. Ich gehe so lang das Mal kochen. Alles begann mit einem einzigen Reiskorn. Dieses verdoppelte sich so lang immer wieder mit Hilfe eines Schachbrettes, in dem auf jedes Feld immer doppelt so viele gelegt wurden wie davor. Und spätestens irgendwann in der zweiten Reihe hatte man dann genug fürs Abendessen. Die hohen Temperaturen aus dem Erdinnern führten schließlich dazu, dass die Ursuppe anfing zu kochen. Durch selektiven Druck, zum Beispiel, dass die Nahrung immer weiter höher wuchs, mussten sich die Reiskörner weiterentwickeln und wurden immer größer und größer, bis sie schließlich sich zum Vollkornspaghetti ganzer Länge weiterentwickelt hatten. Auch die Spaghetti kam in den Topf, der Herd wurde um 5 gedreht und das Fenster wurde aufgemacht. Ließ der Evolutionsdruck nach, mit der Folge, dass am Ende alle total verweichlicht waren. Du hast jetzt also Reis gemacht mit Spaghetti und das soll was Außergewöhnliches sein? Warte ab, deine Mutter hat dich ja auch gemacht und du bist ja auch was ganz Besonderes geworden. Reis und Spaghetti sollten nicht die einzigen Geschöpfe dieser evolutionären Kreation bleiben. Parallel dazu entwickelten sich der Apfelmus, der Soja-Joghurt-Vanille-Geschmack und nicht zuletzt die All-Seasons-Beeren-Mischung mit Sauerkirschen. Die Spezies erkannten, dass es keinen Sinn mehr macht, sich gegenseitig zu bekämpfen und dass es viel besser ist, zu kooperieren. Und so entstand schließlich das letzte Abendmahl. Und weil bald Weihnachten ist, kommt auch noch Zimt dazu. Und so ist er damals entstanden, der beste Reis, Nudel, Apfelmus, Soja, Joghurt, Vanille, All Seasons, Obstmischung mit Sauerkirschen, Zimteintopf. Wer möchte probieren? Die Kaninchen haben sich nicht dazu bereit erklärt, von nun versucht Kaninchen zu spielen für dieses Mal. Naja, ihr Bär, gibt ja wahrscheinlich nichts anderes dann. Oh, eigentlich ganz lecker. Was haben wir heute gelernt?
Es ist ganz einfach, der Beste zu sein. Man muss nur was machen, was noch kein anderer gemacht hat. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Vianians Leicht.